Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SteamWorld Dig. Und ich denke mal, wenn ich mich jetzt gut schlage, könnte das die letzte Episode sein meines Let's Plays. Denn das Ende ist ja nah. Also es ist noch ein Stückchen hin bis zum Endgegner, weil ich noch eine Barriere entfernen muss, beziehungsweise außer Kraft setzen muss, weil mir noch ein Generator fehlt. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Sache von ein paar Minuten. Nur sollte ich erstmal wieder zurück in die Stadt, weil mein Leben wieder so niedrig ist. Kann ich nicht die Knubbelkugeln verkaufen? Das wäre doch mal geil. Du bist die reinste Bergbaumaschine. Im Wortsinne. So, immer noch Maximallevel. Leben auffüllen. Ne, Knubbelkugeln verkaufen geht natürlich nicht. Und ich habe noch keine 3000 Dollar für das letzte Item hier. Nämlich für die Schadensreduktion. Und die brauche ich, glaube ich, schon für den Endgegner. 3000 Dollar, ist schon eine Menge. Naja. So, vielleicht finden wir in der letzten Mine hier noch was. Da ist sie. Genau. Verlieren wir mal gleich wieder die Hälfte unseres Lebens. So. Das gibt's doch nicht. Sind noch mehr Knubbelkugeln. Was soll ich denn damit? So. Muss ich die alle deaktivieren oder was? Bams. Oh, Herzen. Ich gleich wieder loswerde, indem ich gegen diese Laserdinger springe. Ein Geheimgang mit dunkler Materie. Na, die ist ja viel wert. 240 Dollar. Das bringt's ja. So, ich hoffe mal, das geht aus, wenn ich das Ding. Ja, sehr schön. Ich hoffe mal, das ist noch wenigstens ein bisschen was wert, das Zeug da oben. Ich hab mit dem Laser hin. Quatsch, mit dem Dingens? Wahrscheinlich nicht. Mist. Ist doch doof. Tja. Ich glaube, da muss ich dann nochmal rein. Ach, die sind jetzt schon deaktiviert. Oh, na dann. Bams. Diamant, 500. Habe ich einen Diamanten übersehen vorhin, oder was? Fast das Gefühl. In der zweiten Höhle war gar keiner, oder? Ich lasse ich da nochmal. Soll ich nochmal gucken? Oh nee, noch eine Knubbelkugel. Jetzt soll ich mit 20 Milliarden Knubbelkugeln. Kann ich doch gar nichts mit anfangen. Dass da noch ein paar Rohstoffe sind. Aber ich glaube, es wird echt knapp, die 3000 zusammenzukriegen hier. Bin mir da echt nicht sicher, ob das klappen wird. Obwohl. Jetzt habe ich schon 800. Ja, aber nur dann dank dem Diamanten da. Ist ja doof. Hier sind noch Rohstoffe. So, der Laser ist beseitigt. Der ist jetzt auch beseitigt. Dunkle Materie. Jetzt habe ich schon wieder knapp 1000 Dollar. Das heißt, es fehlen mir noch ungefähr 800. Könnte ich schaffen, aber wird knapp. So, wie komme ich da jetzt hoch? Gar nicht, oder was? Alter. Ich brauche jeden Rohstoff, den ich finde. Ich muss hier durchbuddeln. Okay. Da ist er ja. Ein beherzter Schlag gegen die Magendecke. Und noch einer. 60 Dollar. Immer noch knapp 800 Dollar zu wenig. Das ist doof.
Ich muss jetzt noch knapp ein Dutzend von den Dingern finden. So. Eben ist wieder fast voll. Das heißt, ich brauche nicht zurück in die Stadt erstmal. Dunkle Materie. Immer noch zu wenig. Viel zu wenig. Die Rohstoffe gehen langsam wirklich zur Neige. So, 56 Dollar nochmal. Hier haben wir noch einen. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine Knubbelkugel. Oh, nee. Was soll ich mit den ganzen Knubbelkugeln? Ich brauche Kohle. Keine Knubbelkugeln, Mensch. Bin ich zu oft gestorben, oder was? Das ist natürlich kacke. Hier sind noch ein paar Rohstoffe. Das ist eine dunkle Materie. Hier bringt ja gar nichts. Yay. So, hier ist noch ein Rohstoff. Ach, da sind ja noch ein paar. Ein Diamant, geil. Vielleicht habe ich jetzt doch Glück und es klappt. Doch, das wird klappen, auf jeden Fall. Mit den paar Rohstoffen, die ich ja noch habe. Den nehmen wir noch mit. Ich weiß echt nicht, ob in der einen Höhle noch ein Diamant war oder nicht. Ich würde ja fast nochmal versucht sein, zurückzukehren. Aber es wird auch langweilig, wenn da nichts ist. Oder habe ich den? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ist noch ein Diamant. Okay. Ich glaube, dann lohnt sich nicht, da zurückzukehren. So, das nehmen wir noch mit hier. Hm. Moment, warte. Nochmal. Komm. Also ich würde wahrscheinlich sterben, wenn es runterfällt. Naja. Oder wenn ich gegenbämse. So, dann haben wir da oben noch zwei Rohstoffe. Einer ist da. Ein Bohrer, es geht schneller. 2400. Jetzt habe ich 3600. Na, das ist ja locker. Locker genug. So. Ich glaube, ich würde bald sagen, ich habe alles, oder? Boah. Sieht so aus. Na dann, gehen wir nochmal zurück in die Stadt. Verschempeln unseren Kräbel. Du siehst wirklich gut vorbereitet aus. Es gibt keinen Grund, noch länger zu warten. Geh und öffne die Tür. Und das wird natürlich der härteste Kampf dann. Der Endkampf. Das ist jetzt deine Entscheidung, Kumpel. Hoffentlich bist du bereit für das, was dich hinter der Tür erwartet. Was darf's denn sein? Xundi. Ja. Sieh dich ruhig um, Meister. Okay, der hat nichts mehr zu sagen. So, Madame hier. Wie hat dieser alte Mann hingekriegt, was er geschafft hat? Deine Anwesenheit beim Laden ist ein Zeichen vorzüglichen Geschmacks. Und, tada! Jetzt habe ich alles gekauft, was es gibt. Tatsächlich, voll aufgeladen. Der wahre Wert eines Gegenstands besteht nie in den Herstellungskosten. Gibt es kein Achievement für alle Sachen einsammeln oder habe ich doch was übersehen? Ich weiß es nicht. Egal. Hoch. Dann würde ich mal sagen, begeben wir uns zum letzten Gefecht. Der Weg ist frei. Moment. Bams. Bams. Na, Bams. Da runter? Ja. So, nochmal alles aufgeladen. Da ist nichts mehr drin. Oh. Oh, das ist hell, würde ich sagen, aus 2001. Willkommen in Vectron, Rusty. Joe? Ein Teil von Joe befindet sich in unserem neuen Körper. Er ist freiwillig mit uns verschmolzen. Und das wirst du auch bald tun. Wir brauchen ein treues Herz. Wir haben dich vorbereitet, dich von deinem schwachen Dampfroboterpanzer befreit. Du bist schon mehr ein Teil von uns, als du noch du selbst bist. Wir werden unbesiegbar sein. Der Voltroboter, Voltroboter wird sich erheben und herrschen. Ihr habt mich tatsächlich vorbereitet? Ich bin bereit, euch aufzuhalten. Da ist das Herz, das wir brauchen, wenn du es nicht freiwillig hergibst.
Bzzzt. Yay. Ich muss jetzt all diese Dinger deaktivieren, glaube ich. Oh, Kacke. Nein. Leider werden sie schnell wieder aktiviert. Die Schwerkraft verringert. So, das Ding ist... Ach ne, die werden, glaube ich, gar nicht wieder hergestellt. Ich muss sie nur einfach deaktivieren. Leider spawnt er immer neue Viecher hier. So, das zweite Ding ist alle. Ist da oben noch eins? Nee. Leider ist das noch nicht alles, denn es gibt mehrere Spielrunden hier. So, das Ding ist auch durch. Ist hier gar nicht mehr. War das schon die erste Runde, oder was? So, hauen wir mal auf den Kopf hier. Ja. Genau, jetzt haben wir nämlich wieder neue hier, die wir zerstören müssen. Oh. Boom. Da ist wieder einer. Hier unten ist wieder einer. Ah, was heißt wieder? Vorher war ja gar keiner hier unten. So, Bams. Bams. Alter. Gut, dass ich hier den besseren Schadenspanzer hier habe. Also die Schadensreduktion. Da oben ist noch einer. Und da ist auch noch einer. Sind jetzt mehr als vorher. Das waren doch nur drei eben, oder nicht? Ach, Kacke. Ach, das kommt ja wieder. Das spawnt ja neu, das Teil. So, das ist auch zerstört. So, Ditte hier. Da kommt er gerade nicht dran. Kann er noch so viel mit seinem Laser rumlasern. Yeah. Und jetzt kommt, glaube ich, die dritte und letzte Phase. Das wird, glaube ich, jetzt die härteste. Bin ich, glaube ich, am meisten gestorben dann. Am öftesten, wollte ich gerade sagen. Das sagt man ja, ist der Fachbegriff dafür. Oh, okay. Hauptsache ich... Also bisher bin ich auch nicht mal ansatzweise. Oh, jetzt kommt er mit seinem... Laserstrahl. Tja. Sieht nicht gut aus mit dem Jungen, wa? Da haben wir noch einen. Ach, sind das die Dinger, die auf der Map angezeigt werden, oder was? Ja, könnte sein, ne? Das ist ja noch zwei. Dann habe ich ja gleich ge... Oh, Kacke. Rundum Laser. So. Fehlt nur noch eins von den Dingern. Und mein Leben ist noch fast voll. Das war viel einfacher, als ich dachte. Was ich ja damals auf dem 3DS ziemlich verkackt haben, dass ich da so viele Anläufe brauchte zum... Da kommt jetzt noch einer. Nee, ich meine, das wäre der letzte. Und? Jawohl. Geschafft! Yay. Juhu. So, das war's. Sieh, nur ein Meisterstück. Was? Ich dachte, das soll eine Statue von Rusty sein. Immerhin hat er diese Stadt von den Dämonen gerettet. Nicht dieser... Was ist das überhaupt? Ein Affe aus Altmetall? Ach, ist das nicht offensichtlich? Es ist die Abstraktion eines zerstörbaren Dampfroboters, der Göttlichkeit annimmt. Sieht irgendwie mal meinem alten Vater ähnlich, nachdem er sich von einem Güterzug überrollt wurde. Friede seiner Seele. Meine Schwäche für die feineren Dinge des Lebens war hier verschwendet. Ohne Rusty hat dieser Ort überhaupt keine Klasse mehr. Wozu brauchen wir dieses Denkmal eigentlich? Wir haben da unten ja auch immer nicht gründlich gesucht. Er ist schon seit einem Monat vermisst, Schätzchen.
Die Katastrophe da unten hat alles unter der Old World zerstört. Achso, ich hab's ja falsch gesprochen. Falsche Stimme. Es ist nur noch schon übrig. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren, Mädchen. Es schickt sich nicht für eine junge Dame, sich in diesen Tunneln rumzutreiben. Dieser Zerstörung ist nichts Lebendiges entkommen. Also los, Leute. Dieses Mädchen kann nicht die einzige Person mit Mumm sein. Mir fehlt er auch. Er war wirklich ein guter Freund. Ich weiß noch, wie er zum ersten Mal in meinen Laden kam. Es war an einem Dienstag. Reiß dich zusammen, Mann. Er ist ja nicht einfach verdampft, oder? Er ist immer noch irgendwo da unten. Ich weiß es einfach. Ich suche weiter. Ich werde ihn finden. Was immer auch daraus wird. Tja. Spiel gespeichert. Errungenschaft freigeschaltet. Assimiliert. Errungenschaft freigeschaltet. Zwei Arten von Leuten und runde Sache. 5 Stunden 58 Minuten habe ich gebraucht. $23.055 eingesammelt. 203 Knubbelkugeln und 17 Tode. Das geht ja eigentlich noch. SteamWorld Dick. A Fistful of Dirt. Developer. Image and Form International AB. Founder and CEO. Brian Sigurgason. Oh, das klingt schwedisch oder so. Project Lead Olle Håkansson. Project Management Marco Potter. Art Director Tobias Nilsson. Programming Olle Håkansson. Olafrid Tobias Livia Ulf Hartelius. Character Design Agnieszka K. Mikuczka. Art Tobias Nilsson Björn Håkansson. Agnieszka Mikuczka Peter Bruckwist Jakob Wahlberg. Mark Wahlberg. Level Design Olle Håkansson, Markus Monson. Writing Peter Borkwist, PR und Marketing Björn Sigurgason, was habe ich für einen Namen? Marco Potter, Michael Forslind, Hired Guns. Sound and Music Matthias Hammerin. Main Theme Jonas Kjellberg. HD Remastering Falling Tree. Translation French, Italian, German, Spanish, Russian, Polish, Roboto Translation. Ja, so sieht das auch aus. Brazilian Portuguese Marcos Bolton, Salsa Nosseus Rogos. Hungarian Scholt Bretschler. Testers sind zu viele, um die alle vorzulesen. Der T2 hat natürlich auch mitgetestet, ist klar. This software makes use of Zlib, copyright 1995 bis 2013, Jean-Loup Golly und Mark Adler. LibPNG, copyright 1998 bis 2012, Glenn Randers Person. LibWorbis File von XivOrg Foundation. LibOrg von XivOrg Foundation. PugXML, XML, Dixter Boomster bei Arsini Kapulke. Kine. Simple Direct Media Layer von Sam Lantinga. The OpenGL Extension Wrangler Library. Milan Ikitz, Marcelo Ema, Dingsda Boomster und Lev All Rights Yourself, OpenAI Soft, blablabla. Copyright 2013 bis 14, Image and Form International AB. All Rights Reserved. Und jetzt ist es Nacht geworden. Kann ich jetzt im Nachtmodus neu starten? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das wäre auch zu schön gewesen. Tja. Also nichts Neues, kein New Game Plus oder sowas. Darum würde ich sagen, auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Let's Play. Ciao!